the fuck not. If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound fun. Now I have to go contemplate my party future. Okay. Partytante ist sie anscheinend. Sie feiert sehr, sehr gerne. Und sie hat uns da irgendwie... Ja, will uns gerne mitnehmen. Oder wir haben uns entschieden, da gerne mal mitzugehen für so eine so Rave. Later, okay, wir spielen, reden und spielen da. Wir riechen uns später, so wie bei den Simpsons. So, was haben wir denn hier? Die beiden. Juliet. Whatever they're watching must be hot stuff. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Die Frage ist, wie antworten wir jetzt? Ob wir das heiße Video kennen von Kate? Das ist dieses, Sex-Video. Ob wir das gesehen haben? Wir erinnern uns aus der Episode 1. Entweder war es nicht cool oder warum fragst du das? Ich würde mich mal entscheiden für, warum fragst du das? Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Was ist denn LCS? Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. Prost My zusammen. Mind works in devious ways too. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Okay. There's Brooke, looking smarter than everybody. Brooke ist so ein bisschen der Nerd. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Did you use the snow? Did you see the snow? You look distracted. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Ich riech dich später. Wir werden mal duschen gehen. Da ist wieder ein Missing Person Poster. Gehen wir mal zu den Duschen. Showers open. Und da haben wir schon Kate. Would get off her crack, as Chloe would say. Oh, hey, Kate. Sorry about yesterday. Yeah, I'm sorry you didn't do anything to help. But you're just like everybody else here. It's not true. I wanted to help, but... Whatever. It's done. By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Okay, wir müssen ja anscheinend von dem Oktober da irgendwie was besorgen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. So schnell kam ich jetzt gar nicht mit dem Lesen. Wie gesagt, Englisch und so. I'm good to flow. Thanks. I'm good to flow. Thanks. Tampon Dispender Poster. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Fuck you. Wie gesagt, mein Englisch ist halt nicht so sehr berauschend. Gehen wir erstmal duschen. La 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 la. Und Prost zusammen natürlich an alle Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und willkommen zur Let's Play Live Show zu Life is Strange Episode 2. Was hat sie denn? What's up, Kate? School. That's it.
That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Großeis, man. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. So, I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Ja, mich stumm geschaltet. Yuck! I still have goddamn paint all over my face. Max Southey thought she was a badass taking that picture. I should have beat her down. That was so uncool. She's jealous because Mark, Mr. Jefferson, knows I'm going to win the Everyday Heroes contest. He thinks Max is a joke. Ich muss jetzt nicht antworten, ne? Ich kann mir jetzt wieder Skype installieren, ne? Das heißt, wir können dann, ja. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. I love it, evil biatch. Diese hinterlistigen Mistviecher, nenne ich sie mal. Ich wollte gerade viel, viel bösere Wörter sagen, aber ich spare es mir, einfach so ein hilfloses Mädchen fertig zu machen. Ist unglaublich. Und ja, ich werde ja diesen Contest gewinnen. Water is almost as good as a cup of strong tea when I'm in sleepy mode. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Wir machen's Even mal weg. If I can stop one person from watching it, it's worth it. Wir machen's mal weg, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand das noch sehen sollte, das Porno-Video von Kate, in Anführungsstrichen. Deswegen mache ich die Internetseite einfach mal weg und das muss ja keiner sehen. Das ist nicht schön. So. Ja. Und gehen wir mal zurück zu unserem Raum und werden mal was denn, hä? What the fuck? No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Da müssen wir mal gucken, dass wir Kates Buch finden. So. Tada! I do love a clean room. Very zen. Tada! Except for that bullshit graffiti. I love clean room. Ich auch. Ich mag auch, wenn die Räume aufgeräumt sind. Victoria, of course. That's what I get for making fun of her. Bitch. Bitch. So, wie schaut's aus? Können wir uns eigentlich irgendwie jetzt umziehen? Ja, ne? Get dressed. So. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Haben wir eigentlich hier irgendwo... My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Okay. Was haben wir da? And nothing here. Nothing there. Gut, was ist da? Da ist es. Oh nein. She just spilled soda on Kate's book. Mann. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Be gone, foul soft drink. So, jetzt aber. Aha, you sneaky book. You're mine. Yes. Damit haben wir das Buch gerettet. Take this back to Kate before I'm late. Und as if I have to worry about being late anymore. I do have all the time in the world now. Genau, ich habe den ganzen Tag Zeit in der Welt. Und wir haben wieder SMS bekommen. Keep your smart mouth shut about everything or I'm coming for your ass. I know where you sleep. Wer hat das geschrieben? Okay. Schließe deinen kleinen Mund über alles oder ich komme
tritt dir in den Arsch, in Anführungsstrichen. Denn ich weiß, wo du schläfst. Ja, das ist natürlich super. Chloe hat geschrieben. You evil, 40 Minuten or else. Okay. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Here's Kate's rooms. Kate rooms. Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Prost zusammen. Ihr geht's anscheinend nicht so besonders. Kate is all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Ja, man fühlt sich sehr, sehr beschissen, wenn man, wenn über einem so ein Video Kate gibt. Kate used to play the violin every morning. She stopped last week. Okay, sie hat letzte Woche aufgehört, mit Violine zu spielen oder zu üben oder zu lernen. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Kann sie sich selbst nicht sehen, weil sie den Spiegel verdeckt hat? Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Okay. Kates Bilder sind sehr, sehr schön. Vor allen Dingen sind sie sehr interessant für Kinderbücher. Sie sehen sehr hübsch aus und freundlich. Kerzen. Kate really has a doting father. Okay. I had no idea that Kate had come out with Alyssa and Stella. Alyssa und Stella sind wahrscheinlich ihre Freundinnen. Oh, guck mal, sie hat einen Hasen. Hui, mach ein Foto von. Oh, der hat aber Angst. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Kate ist eine gute Mutter zu dem Hasen. Ouch. She left out Amnation. Wie gesagt, ich werde nicht alles übersetzen, weil ich nicht so dem Englischen mächtig bin. Deswegen versuche ich nur das Gröbste. This must be Kate's H.R. Geiger period. Okay, Kate kann anscheinend auch anders malen oder zeichnen. Und das sieht sehr böse aus. Puh, was haben wir da oben? Foto? Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Poor Kate. She doesn't look good. Hey, Kate. I brought your book. Max, why didn't you do anything when David harassed me yesterday? Ich glaube, ich hatte Angst. I'm sorry. I was scared. I can be pretty gutless. I don't expect you to get in trouble for me. I just feel like nobody cares. Kate... I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can... Club party. And ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. So why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit.
He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. Okay, erstmal hallo meine Freaks und willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zur Life is Strange, die zweite Episode. Ich fasse mal kurz so ein bisschen zusammen, also die beiden unterhalten sich jetzt quasi um dieses, in Anführungsstrichen, Porno-Video, was da über Kate wohl im Umlauf ist in der Schule. Und es muss wohl so gewesen sein, dass die liebe Kate wohl auf so einem Ball gewesen oder so ein Festival. Und sie hatte wohl ein Glas Wein, hat sie gesagt, und unsere Max hat gefragt, ob sie sicher war, ob es nur ein Glas Wein war, und dann hat Kate geantwortet, ja, nur ein Glas Wasser war es anschließend gewesen, dann wieder und so. Und dann hat Max gefragt, ob sie vielleicht unter Drogen stand, ob sie vielleicht Drogen irgendwie ins Glas gemischt bekommen hat. Und Kate hat geantwortet, sie fühlte sich nicht gut, sie fühlte sich so ein bisschen benommen und alles. Und dann hat der, wie hieß er denn jetzt nochmal, dieser komische Baseball-Fucking- oder Football-Idioten-Typ, der am Anfang auch mit der Knarre rumgefuchtelt hat, hat sie wohl ins Krankenhaus gefahren. Und sie wachte auf oder beziehungsweise war sie benommen und der Raum war sehr, sehr hell und sehr groß und sie hat dann eine sehr weiche Stimme gehört, wo sie dachte, es wäre der Doktor. Sie hat aber auch die Stimme von dem Typen gehört und hat so ein bisschen erzählt jetzt, ja, wie es eigentlich weiterging und was da so passiert ist und sie war sich jetzt nicht sicher, was sie jetzt antworten sollte und deswegen fragen wir sie jetzt nochmal, ja, was sie uns noch zu erzählen hat. And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Okay. Also so wie es aussieht, hat wohl die dämliche Victoria das Video auch in Umlauf gebracht. Und die Kate ist aufgewacht, also nachdem sie sich daran erinnert hat, dass sie da, wie gesagt, in diesem großen hellen Raum war, wo sie gedacht hat, es wäre der Doktor, ist sie wohl wieder mehr zusammengebrochen und dann am nächsten Tag wohl irgendwie in ihrem Raum, also zu Hause, wieder aufgewacht und kann sich an nichts weiteres erinnern. Sie weiß wohl oder hat wohl die Vermutung, dass es wohl Victoria wohl in Umlauf gebracht hat, das Video. Und wir versuchen, so es rauszufinden. Can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Tja, jetzt kommt die große Frage. Nathan Preston, sie hat uns jetzt gefragt, ob er ihr geholfen hat oder ob er sie vielleicht doch, na, ihr wisst schon, vielleicht doch ausgenutzt hat, ihr Drogen irgendwie ins Glas gemischt hat und wir, und sie hat uns jetzt gefragt, die liebe Kate, entweder soll sie zur Police gehen, ja, oder lieber darauf hoffen oder warten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde doch eher sagen, jemanden beschuldigen, der vielleicht gar nichts getan hat, ist eine Sache, aber drauf warten und gucken, wie sich die Dinge entwickeln, ist natürlich auch wieder blöd, weil man weiß nicht, weil wenn es doch wirklich so war, stehst du natürlich da und dann sagt die Polizei irgendwann, ja, warum bist du nicht hergekommen? Da bist du jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle und ich würde sagen, go to the police, weil dann haben wir es hinter uns. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police, and also Principal Wells.
With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Tja, ist hier anscheinend... Max, you actually told Kate to go to the police and the principal, after getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Wie war das denn nochmal mit schneller spulen? Man konnte auch schneller spulen irgendwie, ne? This is intense. If Kate wasn't out of it and is actually telling the truth. Kate, why didn't you do anything when Dave? Das hatten wir schon. I don't. Wie gesagt, ich habe es mal zurückgespult, weil ich das mit der Polizei nochmal ändern möchte. Weil es fühlte sich so an, als wäre es nicht richtig gewesen. What about this video? I can't even. Thank you, Max. You know how you. I know. Basically, why would you go? Glaube ich, hatten wir genommen, so, ne? Why would you go? Oder? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new. Ja, das hatten wir genommen. I swear to. Are you sure? Are you sure it was just one sip? Did somebody drug you? I remember. Go on. Then Nathan. Nathan Preston. He's the. All that. Go on. Somebody was. And? That's all I. So. Jesus. How do. Kate. Okay, so, das Book wieder hinlegen, genau. So, und dann würde ich sagen, look for proof. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Auch nicht gerade viel besser. Aber jetzt sagte sie auf einmal komischerweise, ja, ich habe das Gefühl gehabt oder ich wusste irgendwie, dass sie unter Drogen stand. Hä? Job, Dr. Max. Ja, ja. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Müssen wir mal schauen. Damn, it's the All-American Zombie Family. Das All-American Zombie Family. Okay. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy.
Until lately. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Puh, okay. Achso, das hatten wir ja schon, ne? Kate's art is perfect for a children's book. Das hatten wir schon. Everything looks so fun and colorful and positive. Puh. Vielleicht sollten wir mal mit Victoria. Wir haben schon wieder von Chloe, Max, essen. Twails. Can you there? Don't hurt. Fixing. Yeah, breakfast. Okay. Essen gehen. Erstmal klopfen. Bei Victoria. Okay, sie macht nicht offen. Fine, I won't disturb you. Nein, 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 nein. Nein! Hallo! Hör auf! Hallo! Hallo! Ach! Ich wollte da gar nicht hin. So. No need to go there now. Okay. Go away! People are sleeping! Ja, ja, ja. Not a morning person. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Really, Max? Yeah, really. Ist sie denn? Sie ist noch hier, ne? Oh, guck mal. Juliet ist auch hier. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Stimmt, es steht eine Halloween Party jetzt demnächst an hier. Juliet has no clue how much this is hurting Kate. Excuse me, I'm texting Zach. Ja, ist ja gut. Excuse me, I'm texting Zach. Hallo? Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Hello again. Ich sag einfach hello again. Curiosity killed the Max. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Okay. Let's talk later, Max. Können wir aber anscheinend hier großartig nichts tun. This is both sad and pathetic. Ah ja, Juliet sitzt ja drüben. Wieso klopfe ich denn da? Ich bin auch so hell erleuchtet. La la la. Da ist es Kate's Room. Victoria's Room. Da waren wir auch schon, ne? Hier kommen wir nicht raus. Das hatten wir schon. Vielleicht sollen wir nochmal bei uns kurz reinschauen. Prost zusammen. Und willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. The Max Caulfield.